Hallo und herzlich willkommen bei Door.com. Mein Name ist Simon. Wir stehen heute hier in Fulda am Auerweiher und präsentieren euch das Airedale 6S von Outdoor Revolution. Das haben wir jetzt ganz neu im Programm. Ist eine Marke, die aus England kommt, haben nicht ganz so viele Händler in Deutschland. Wir wollen euch jetzt mal die ganzen Features erklären. Das erste Feature ist, dass es ein Luftzelt ist. Wir haben hier auf den Luftkanal lebenslang Garantie. Das hat sonst kein anderer Hersteller. Und wir zeigen euch jetzt mal, warum Outdoor Revolution so sicher ist, dass ihr Luftkanal niemals platzen wird. Kommt mal näher ran. Wir haben hier einmal das Ventil mit der Pumpe, die im Lieferumfang dabei ist, kann das Ganze dann aufgepumpt werden. Und hier drunter verbirgt sich das. Wie ihr seht, ist es hier mit einem Bajonettverschluss gesichert. Der gleiche Bajonettverschluss ist auch hier an der Pumpe, mit dem es dann nachher aufgepumpt wird. Und hier unten drunter ist ein Überdruckventil. Sprich, wenn die Luft sich im Schlauch ausdehnt, weil es draußen zu heiß wird, dann wird hier die überflüssige Luft abgelassen. So kann es niemals dazu führen, dass zu viel Luft im Schlauch ist und dass die Nähte am Schlauch reißen. Des Weiteren haben wir ein gutes Belüftungssystem im Schlafkabinenbereich, der auf der hinteren Seite des Zelts ist. Da haben wir hier unten kleine Klettstege und hinter den Klettstegen im inneren Bereich des Zeltes, das werde ich euch dann später noch zeigen, das Moskitonetz auf die volle Größe. Und die Luft kann dann hier unten durchziehen und oben in dem Moskitonetz, in der Schlafkabine, in der Kombination dafür sorgen, dass eine gute Luft, ein schönes Raumklima im Innenzelt ist. Des Weiteren haben wir die Belüftung auch noch hier in dem hinteren Teil des Zeltes. Wenn man das jetzt hier schön abspannt, kann man schön sehen, wenn hier Spannung drauf ist, dass dann auch hier unten das Zelt weiterhin vor Feuchtigkeit und Regen geschützt ist, trotz dass man hier eine Moskitonetzbelüftung öffnen kann. Des Weiteren hat das Zelt eine Wassersäule von 4000 mm, so absolut wasserdicht. Und in Kombination mit den Sturmabspannseilen und der Vollverspannung haben wir hier auch eine Garantie, dass das Zelt wenigstens Windstärke 9 aushält. Dann kommen wir zum inneren Teil des Zelts. Wir gehen mal rein. Nun kommen wir zur Raumaufteilung. Das Zelt ist auch etwas Besonderes, weil wir haben hier ein Dreiraumzelt. Sprich, wir haben im hinteren Bereich Schlafkabinen, im mittleren Bereich den Wohnbereich und hier vorne einen Nassbereich. Im Lieferumfang ist auch für den Nassbereich eine Bodenschürze, die reingehängt werden kann, mit enthalten. Muss man aber nicht reinlegen, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Wenn super Wetter ist, braucht man das in der Regel nicht. Dann haben wir hier, wie man schon erkennen kann, große Fenster, links wie rechts, mit einem UV-Schutz drin, die man auch blicklich verschließen kann mit einem Zip-Up-Curtain-System. Sprich, man kann die Fenster individuell auf die Höhe, wie man es gerade haben möchte, einstellen. Ganz einfach über den Reißverschluss. Der Vorhang, der dann nicht benötigt wird, wird dann einfach hier reingelegt. Und dann hat das eine schöne abschließende Funktion, ein bisschen der Randeroptik. Hier oben haben wir dann auch nochmal Moskitonetz. Macht natürlich Sinn, wenn jetzt mal nicht so schlechtes Wetter ist, man sich im Nassbereich aufhalten möchte, dann kann man die komplette Tür verschließen, so dass es auch komplett dicht ist, das Zelt. Und hat dann halt in der Kombination mit den Zip-Up-Curtains und den großen Fenstern halt trotzdem eine schöne Panoramaöffnung, so dass man auch bei schlechtem Wetter alles draußen sehen kann. Und hat dann hier noch eine gute Belüftung, die man natürlich dann auch einfach schließen kann. Gut, dann gehen wir mal ganz rein. Auch hier im Wohnbereich haben wir wieder viele Features. Wir haben zu einem in den Luftschläuchen überall diese kleinen Aufhängesysteme, so dass man einmal über Klett, einmal über Hängepunkt, so dass man halt überall Kabel verlegen kann, sich Lampen individuell hinhängen kann, wo man es gerade möchte. Des Weiteren haben wir hier wieder zwei große Fenster mit Sonnenschutzfaktor, die man auch wieder über die Sit-Up-Curtains individuell einstellen kann. Und dann haben wir hier noch einen Seitenausgang, den man bei gutem Wetter halt perfekt nutzen kann. Hat dann hier eine Tür davor oder halt das Moskitonetz, so dass man halt in Kombination mit der Belüftung auf der Rückseite, mit der Belüftung hier oben im oberen Schlauchbereich eine gute Ventilation im Zelt hinbekommt. Dann schauen wir uns jetzt die Schlafkabinen an. Auch die Schlafkabinen sind hier auch ein schönes Highlight. Man sieht sofort abgedunkelte Räume, so dass man bei hellem Wetter, so wie wir es gerade haben, bei strahlendem Sonnenschein immer noch gut darin schlafen kann, ohne dass man von der Sonne so stark gestört wird. Wir haben auch hier wieder die Belüftungsmöglichkeiten, die ich auch schon draußen angesprochen habe.
hier oben, die dann in der Kombination mit dem unteren Belüftung halt zu einer guten Ventilation im Zelt sorgen. Dann haben wir hier noch eine Wäschestange, kann man optional reinhängen, kann man ein bisschen Bekleidung aufhängen, wenn man möchte. Des Weiteren haben wir auch wieder Hängepunkte im Zelt für eine Lampe. Und die Seitenwände können individuell eingerichtet werden. Wir haben die hier mit Reißverschluss an Rückseite oder an dem Boden befestigt, so dass man die halt einfach rauszippen kann. Man hat dann entweder einen ganz großen Schlafraum oder drei kleine Schlafräume, so wie wir es jetzt gerade hier abbilden, oder halt einen größeren Schlafraum und einen kleinen Schlafraum. Dann kommen wir noch zum Boden des Zeltes. Hier haben wir einen Polyethylenboden mit einer 6000 mm Wassersäule. Alle Nähte sind nahtbandversiegelt, alles verschweißt, also absolut wasserdicht. Und ja, dann haben wir noch diverses Zubehör. Es gibt einen Wohnraumteppich und eine Unterlage, schützt halt nochmal den Boden zusätzlich vor Abrieb, so dass das Zelt halt auch eine hohe Langlebigkeit im Bodenbereich garantiert.